Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, wir haben hier eine weitere Folge, ja, unserer bisher einteiligen Serie Internetfundstück. Ja, im Rahmen dieser Serie möchte ich gerne, naja, modellbauerische Tätigkeit, wenn wir das jetzt mal so ausdrücken wollen, zeigen, die außergewöhnlich ist, auf die eine oder andere Art. Hier sehen wir zum Beispiel einen sehr außergewöhnlich guten Landschaftsbau. Ein paar Felsen, wo der Bauer geschrieben hat, dass sie ihm zu hell sind. Ob sie zu hell sind, hängt davon ab, welche Gesteine er nachbilden will. Wenn er sich darüber Gedanken gemacht hat, das weiß ich nicht. Für Kalkstein zum Beispiel sind die völlig in Ordnung. Ja, also das ist dann genau die richtige Farbe. Ja, dann haben wir hier wunderschöne Bäume. Da weiß ich auch nicht, ob er die selber gebaut hat oder sich irgendwo gekauft hat. Das weiß ich nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es selber gebaut ist. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es ist auf jeden Fall hervorragend arrangiert. Auch der ganze andere Bewuchs, der hier links und rechts von der Strecke ist, ist einfach alleroberstes Niveau. Und so schafft es natürlich diese Anlage oder dieser Modellbau hier in den zweiten Teil vom Internetfundstück. Ja, wo sind wir hier? Wir sind hier bei Facebook. Ich habe mal, achso ja, und wir sind bei einer Seite, die nennt sich Abzweige Walzen. Das ist kein Nachbau irgendeines Originals, sondern das ist, so wie ich das mitbekommen habe, eine Fantasieanlage. Und wenn man jetzt hier bei Google, ich klicke das jetzt hier mal an, nach Abzweig Walzen sucht, also da haben wir ja natürlich diverse Walzen, jetzt klar. Und dann haben wir ausschließlich Bilder, die wir hier sehen, von Facebook. Das bedeutet, und dann haben wir wieder Walzen, ne? So wie das so ist, bei diesem Suchbegriff. Und das bedeutet also, dass wir hier ausschließlich nur, dass er wahrscheinlich ausschließlich das nur bei Facebook veröffentlicht hat. Oder in Foren, die komplett geschlossen sind, wo Google nicht reingucken kann. Das heißt also, die meisten von euch dürften diese Anlage hier nicht kennen. Ne? Also nur diejenigen, die hier bei Facebook unterwegs sind. Ja, wir haben hier also noch viel mehr schöne Bilder, wie das hier zum Beispiel. Na, was also so ein Teil dieser Anlage zeigt. Das sieht so ein bisschen aus wie im Zimmer rundherum. Na, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob es hier hinten, das sieht so aus, als ob hier einfach das so Staffage ist, jetzt hier die E94 mit dem Güterzug. Und das ist hier im Tunnel also nicht weitergeht, weil hier eigentlich, wenn ich das so sehe, sieht das so aus, als ob hier kein Platz ist, also für eine Kurve, die dann hier irgendwo hier hinten lang geht. Aber wer weiß, vielleicht, ich habe ihm dem Erbauer ja angekündigt, dass ich hier diese Folge mache. Vielleicht äußert er sich dazu, vielleicht auch unter dem Video, das werden wir dann mal sehen. Und wir haben dann so einen kleinen Dialog, wo wir eben noch ein bisschen ausfragen können. Gut, hier haben wir das Bild, was wir am Anfang schon hatten. Wir klicken uns hier mal durch die Bilder durch. Es war auch irgendwo bei irgendeinem, also ich habe mir das mal hier so durchgeguckt, war also die Rede davon, dass also eins dieser Module auch schon wieder abgegeben wurde an einen, naja, befreundeten Modellbahner, wo er weiß, dass es in guten Händen ist und das nicht für teuer Geld, sondern für einen Kasten Bier. Na, ist doch irgendwo ein bisschen cool, muss ich jetzt mal so dazu sagen. Ja, hier haben wir auch eine schöne Hütte, auch wieder fantastische Landschaftsgestaltung. Auch die Brücke hier schön, also sehr, sehr filigran. Also ist sicher nicht irgend so ein Kunststoffteil, was irgendwo gekauft wurde, sondern das sieht also wirklich da selber zusammengelötet aus. Auch hier dieses Mauerwerk, das sieht alles top aus. Also das, also hier kann man dann, muss man wirklich suchen. Also ich finde ja nichts, wo irgendwas, also ich finde das jetzt immer was zu meckern, aber hier ist es da sehr, sehr schwierig.
Diese Szene prägen wir uns mal ein, vor allem dieses Stumpfgleis hier. Das brauchen wir nachher noch, also zumindest gedanklich im Hinterkopf. Weil wir kommen jetzt hier zum Eigentlichen. Und das ist leider hier auf dem Bild ein bisschen unscharf, aber wir haben dann nachher noch eins, was ein bisschen schärfer ist, zu einer sehr, sehr eigentümlichen Weichenkonstruktion. Da müssen wir mal hier gucken, ob wir, das war, das war das Titelbild, haben wir doch hier. Ja, da ist es auch so ein bisschen weit weg. Also hier ist diese ganze Güteranlage mal gezeigt, die da jetzt zu dieser tollen und sagen wir mal sehr abstrusen Weichenkonstruktion gehört, wo man gleich sagen kann, das ist das hat kein Vorbild, ne? Das ist also, da ist es wahrscheinlich so ein bisschen kreativ mit ihm durchgegangen und er hat sich überlegt, wie er das hier macht und denke mal, da wollte er das einfach haben und hat sich entweder selber gebaut oder ich bilde mir ein, dass ich irgendwo mal gelesen hätte, dass er sich das hat bauen lassen. Doch das ist jetzt, ja, soll ja jetzt keine Abwertung sein. Also das ist lieber gut eingekauft als schlecht gebaut. So, jetzt muss ich hier noch das Bild suchen. Also was man hier auch noch dazu sagen muss, hier sieht man also so die Arbeit, dass hier auch gealtert wird. Also das kann er auch sehr gut. Also da, na, also wenn ich mir den Kessel angucke. Also das ist eine Top-Arbeit. Hier auch so ein bisschen Landschaftsgestaltung. Also Kletterfeldweg angedeutet. Tolle Sache. Klicken einfach mal hier weiter, müssen wir mal hier landen. Das ist leider so, dass es jetzt, also bei Facebook, dass ich jetzt hier, wenn ich hier klicke, nicht durch alle Bilder komme, sondern eben nur durch einen kleinen Teil. Das wäre schön, wenn man sich hier durch sämtliche Bilder durchklicken könnte. Hier haben wir die Weichenkombination, die ich suche noch das Bild, wo das so ein bisschen genauer ausgeführt ist. Das hat man ja schon. Das werden wir hier im Laufe Zeit auch noch finden. Ja, das hat man wieder gerade. Irgendwo. Achso, wir könnten ja mal in die andere Richtung klicken. Ja, das hat man auch schon. Auch hier, ne? Also diese gerissenen Betonplatten oder das hier. Das, also ich wüsste wirklich nicht, wie man das jetzt noch irgendwie verbessern könnte. Es ist einfach. So, hier haben wir sie. Also ich hatte vorhin gesagt, wir merken uns jetzt diese beiden Gleise. Na, weil das ist das Gleis, wo quasi, naja, was sozusagen zur Halbstrecke führt. Und das hier ist das Ausziehgleis. Was haben wir hier vor uns? Im Prinzip eine doppelte Gleisverbindung. Nämlich, das wären jetzt die beiden Gleise, einmal das und einmal das. Dann haben wir hier eine Weiche und da eine Weiche und dann haben wir hier die Kreuzung. Und dann haben wir hier, um das alles so richtig schön kompliziert zu machen, zwei, drei Wegweichen oder Doppelweiche, die hier ineinander verschachtelt sind, hier bis in die Kreuzung hineingehen, was das alles so, naja, so kompliziert aussehen lässt. Und das ist im Prinzip, wie gesagt, das ist das Ausziehgleis, hat das natürlich diese ganze Anlage hier extrem verkürzt, weil ich natürlich, wenn ich die Weichen alle hintereinander bauen müsste und die natürlich dann auch so ein bisschen länger sind, als so das, was so handelsüblich ist, sagen wir, bis auf Weinert und Tillich, naja, dann wäre das sehr, sehr lang geworden, das Ganze. Und so ist das alles ein bisschen komprimiert. Und man kommt eben von dem Ausziehgleis hier in drei verschiedene Gleise. Muss natürlich, um hier zum Beispiel reinzukommen, muss man natürlich auch sägen. Aber stellen Sie sich mal vor, wir hätten das jetzt hier als einzelnen Weichen gemacht. Na, dann hätte man noch viel mehr sägen müssen.
Aber das ist einfach, also das muss man einfach so sagen, auch wenn es kein Vorbild hat, das ist einfach ein Highlight. Na, also dieses Ding. Ja, leider ein bisschen unscharf hier vorne, ne? Also erinnern wir uns an eins meiner letzten Videos mit dem Stacking, das hätte das jetzt hier verhindert und das Bild wäre von vorne bis hinten klar gewesen. Wir haben auch bei dem Bild hier haben wir auch diskutiert. Ich weiß gar nicht, wie das war. Also gibt es da irgendwelche Kommentare von mir. Und da haben wir also eben gerade über diese Fotogeschichte. Da ging es aber eher so Digitalkamera gegen Handy, also Spiegelreflexkamera gegen Handy, weil das ja hier ein Handybild ist. Ja, soweit so gut. Das wollte ich euch mal vorstellen. Ich weiß nicht, aber wir gucken mal noch ein paar Bilder an. Also das ist, muss einfach, das muss man ein bisschen feiern hier, das Ganze. Na, das ist sowas, da kann man sich gar nicht so richtig satt sehen. Das hat man ja schon am Anfang, glaube ich. Ja, der Bild hält besser. Ja, soweit so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wer Facebook hat, ich habe ja noch nicht mal gefällt mir ja angeklickt. Das ist ja wieder eine Schweinerei. Wer Facebook hat, hier auf die Seite gehen, gefällt mir anklicken. Und also das, wie gesagt, das ist einfach Wahnsinn. Gut, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Macht was draus.